Sein. Auch wenn die Tage natürlich, um es nochmal zu betonen, sehr, sehr schön waren. Aber es macht jetzt einfach wieder so viel Spaß und schon wieder die erste Nacht war richtig cool. Und hier sind wir jetzt schon wieder am Meer. Sieht schon wieder richtig schön aus. Aber es windet auch schon wieder extrem und deshalb, oh, ich habe so Bock, so ein neues Spielzeug zu fliegen, aber die Janina sagt immer, nee, ist zu windig, aber ich bin eben ja gerade schon mal geflogen. Es war windig, aber es war trotzdem okay, aber ich habe trotzdem immer noch so ein bisschen Respekt und taste mich erstmal langsam ran. Die Janina will bei dem Wind gar nicht fliegen. Ja, ich habe halt Angst um sie. Um die Kleine. Oh, das sieht so gut aus, Leute. Ich glaube, ich muss sie doch mal schnell aus dem Auto holen und dann hier nochmal starten, weil Achtung, guckt euch das mal an. Ich drehe mal die Kamera rum und dann werdet ihr sehen, warum. Wir sind jetzt nochmal bei Sanddünen, aber bei viel, viel größeren wie beim letzten Mal. Und hier gibt es überall so Schilder mit Warnung und bla 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 und auch Schilder mit einer Telefonnummer, die man anrufen soll, wenn man stecken bleibt. Und die haben wir uns natürlich auch mal abfotografiert zur Sicherheit. Auf dem Sand zu fahren, so vollgepackt und schwer wie wir sind, aber so ein bisschen hier unten sind wir lang gefahren, es macht auch echt Bock, aber es ist so mega windig, dass man den Wind überall hat, in den Ohren, in dem Gesicht klebt, überall der Sand, deswegen können wir auch leider nicht mit der Drohne fliegen, weil ich glaube, das sah richtig cool aus. Ja, wenn wir jetzt hier mit der Maya rumfahren würden. Und noch mit der Maya, genau. Und, das wäre richtig cool. Wir sind jetzt hier zu so einer Barbecue-Area gefahren, um Mittag zu essen und hier sind überall wieder Kitesurfer und Windsurfer und es sieht richtig abgefahren aus. Ich hätte ja auch mal voll Lust drauf und deshalb, was grinst du so? Was gibt es da zu grinsen? Nichts. Also es gibt nichts zu grinsen und deshalb filme ich die jetzt mal ein bisschen, weil es sieht ziemlich fett aus, wie die immer durch die Luft fliegen und so. Sind wir jetzt gerade in eine Bucht gefahren am Strand und leider, wir hatten gehofft, dass wir hier vielleicht schlafen könnten, aber da waren leider gleich zwei Schilder, Campingboden und nee, sogar drei. Heute sind wir mal wieder richtig früh an unserem Campingplatz angekommen. Hier sieht ganz nett aus, aber keine besondere Aussicht. Und wir machen mal wieder ein bisschen organisatorisches. Wir kümmern uns wieder, dass unsere Sachen überall auffindbar sind. Und ja, obwohl wir jetzt erst einen Tag unterwegs sind, sind uns schon wieder ein paar Sachen aufgefallen. Zum Beispiel unsere Wanderschuhe, die liegen einfach blöd im Auto rum und die schnallen wir jetzt mal oben aufs Dach. Wir haben ja da den Gepäckträger. Und in der Mitte sind unsere großen Rucksäcke übrigens und hier außen die zwei Campingstühle, einer links und einer rechts auf der anderen Seite. Hinten haben wir einen Ersatz-Benzinkanister hier drunter und den aber noch geschützt mit der Plane. Und jetzt wollen wir die Wanderschuhe hier vorne, da ist noch ein bisschen Platz, da dazu packen und dann eben auch nochmal entsprechend festschnüren, damit die beim Fahren nicht wegfliegen, weil da entstehen ganz schöne Kräfte. Mittlerweile ist ja schon 8 Uhr abends, das ist schon ziemlich spät für uns.
generell für den Campingplatz. Es ist auch schon dunkel, wir haben gerade noch lecker gegessen, liegen jetzt in der Maya mit unserer Lichterkette, ganz neu, haben wir jetzt endlich mal angebracht. Und ja, lesen noch ein bisschen und morgen stehen wir nämlich ganz früh auf zum oder vor dem Sonnenaufgang und fahren in einen Nationalpark. Dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video wieder. Wenn ihr auch Bock auf eine Auszeit habt, lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben da und auch ein Abo. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dann, ciao!